Was geht, meine Osi-Fightos? Hallo hier und heute mit dem Showcase zu meinem Boy Gogeta Blue. Ich begrüße euch recht herzlich zum Video. Im heutigen Video werden wir ihn in einem Kino-Version-Saga-Setup spielen, denn wenn man ihn einmal zieht auf 2 Sterne, gibt er Basisschlag und Fernangriff für Kino-Version-Saga 20% ab. Auf 3 Sterne gibt der Gottki noch diesen Buff und höheren Buff, logischerweise geht hoch auf 26%, und bei 6 Sterne kommt noch fusionierter Kämpfer hinzu. Aber auch wenn ihr ihn nur auf 2 Sterne habt, könnt ihr ihn trotzdem auch außerhalb von Kino-Version-Saga in Gottki-Team spielen, in fusionierter Kämpfer, auch wenn er den Buff nicht verteilt auf 2 Sterne, oder auch in Saiyajin, auch wenn er den Buff ebenso nicht verteilt, weil wenn es nur ein Charakter im Team macht, ist das nicht die Welt und geht auf jeden Fall. Das heißt, die Tage werden auch zu diesen Setups, zu diesen Teams, die ich gerade genannt habe, zu Gogeta ein Showcase jeweils kommen. Heute aber im Kino-Version-Saga-Team, Freunde. Ich habe folgende Charaktere. Ich gehe primär mit Gogeta rein, mit Freezer und Bojack. Ich habe aber als guten Bankcharakter den grünen Goku, aber nicht nur als guten Bankcharakter, sondern auch als guten grünen Charakter für den Kampf kann ich mitnehmen. Den lila Vegeta könnte ich auch als eher defensiveren lila Charakter mitnehmen im Vergleich zu Bojack. Und den EX Broly habe ich primär als Bankcharakter wegen seiner Sie-Fähigkeit, aber vielleicht nehme ich ihn mal mit, weil er ein neuer Charakter ist. Schauen wir mal. Freunde, zeigt Sie-Fähigkeiten. Ich weiß ja nicht, welche Charaktere ihr auf eurem Account habt. Das heißt, ich werde euch gleich ein paar Alternativen zeigen. An sich wäre aber gut, wenn ihr Sie-Fähigkeiten verteilt, die 2 Buffs verteilen. Und da müsst ihr einfach gucken, welche Charaktere machen das. Was meine ich damit? Zum Beispiel mein Bojack gibt dir für Kino-Version Saga Basis Schlagangriff und Verteidigung. Das sind 2 Buffs. Gogeta gibt ebenso 2 Buffs. Freezer gibt nur 1 Buff, nämlich Fernangriff. Das ist nicht die Welt. Wenn ein oder 2 Charaktere das machen, ist das nicht die Welt. Trotzdem schaut, dass ihr eine gute Balance habt zwischen offensiven Sie-Fähigkeiten als auch defensiven Sie-Fähigkeiten. Hätte ich Freezer auf 6 Sterne, würde er noch Basis-Fernangriff und Verteidigung geben für Kino-Version-Saga oder böse Abschaumung, und zusätzlich böse Abschaumung-Charaktere, also er selbst zum Beispiel, würde noch Basis-Schlagverteidigung 15% bekommen. Das heißt, er würde so gesehen 3 Buffs verteilen. Selbes gilt für den lila Vegeta. Auf 6 Sterne gibt der Boy nämlich eine sehr, sehr gute Sie-Fähigkeit für Saiyajin, Kino-Version-Saga, Doppeldefensiv, Schlagverteidigung, Fernverteidigung, und Charaktere, die sowohl Saiyajin als auch Kino-Version-Saga-Charaktere sind, bekommen nochmal Schlagangriff 15% drauf. Das heißt, er selbst bekommt das in meinem Team. Gogeta, Broly und der grüne Goku. Das heißt, der Boy hat auch hier 3 Sie-Fähigkeiten, die er verteilt. Oder, sorry, 3 Buffs durch seine Sie-Fähigkeiten. Also schaut am besten, wie gesagt, auf eure Charaktere. Wäre gut, wenn die Charaktere durch die Sie-Fähigkeit 2 Buffs verteilen, wenn der Charakter das von Natur aus nicht macht, wie zum Beispiel der gelbe Gohan. Er gibt nur Schlagangriff, meine ich, für Kino-Version Saga und Hybrid Saints. Dann ist das nicht die Welt. Wenn er trotzdem, er ist trotzdem noch ein solider gelber Charakter, den ihr mitnehmen könnt, vor allem wenn ihr mit ihm umgehen könnt, deswegen geht das definitiv. Aber, Freunde, alternativ, guck mal, Gogeta hat natürlich eine Sie-Fähigkeit für Kino-Version Saga. Es gibt sehr viele Kino-Version Saga Sie-Fähigkeiten, vor allem die Extreme-Charaktere würde ich nicht unterschätzen. Ich meine, der gibt auch einen Double Buff hier für Kino-Version Saga. Der gibt Doppel-Offensiven, der gibt, meine ich, Fernangriff-Fernverteidigung, könnte mich irren, aber auch Doppel. Tapion gibt auch Doppel-Buff durch die Sie-Fähigkeit für Kino-Version Saga. Also ihr müsst einfach auf eure Charakterliste gucken. Falls ihr den Metal Cooler auf 6 Sterne habt, ey, meine Empfehlung, nehmt ihn in euer Team und nutzt ihn auch, weil der Boy kann auch bis zu 3 Buffs verteilen. Ich meine, für Kino-Version Saga und mächtiger Feind Charaktere, die das zugleich sind, nochmal ein extra Buff. Aber der Boy ist auch ein sehr guter Charakter für das Team, also den ihr in den Kampf mitnehmen könnt. Wenn ihr Zenkai Broly zu euch natürlich habt, könnt ihr ihn auch mitnehmen, den grünen Broly oder den Zenkai blauen Broly, wenn ihr mit ihm umgehen könnt, definitiv. Also schaut in eure Charakterliste, Freunde, zeigt die Fähigkeiten für Kino-Version Saga und baut sie ein, falls ihr den ein oder anderen Charakter nicht habt. Das wären die Alternativen. So, aber nur weil wir in einem Kino-Version-Saga-Team sind, muss das nicht heißen, dass ihr Kino-Version-Saga-Sie-Fähigkeiten mitnehmen müsst. Nein, das ist das Geile an Legends. Da gibt es sehr viele Optionen. Denn zum Beispiel, nehmen wir mal an, ihr habt Bojack und Freezer nicht, okay? Dann nehmt ihr 2 Charaktere, die durch die Sie-Fähigkeit Saiyajin buffen. Warum? Denn guck mal, in meinem Team sind nur Saiyajin. Das heißt, ich gehe jetzt in diesem Setup mit dem grünen Goku in den Kampf, mit dem lila Vegeta, als auch mit Gogeta Blue, und nehme deswegen Saiyajin-Sie-Fähigkeiten mit. Zum Beispiel der Boy, ich meine, wenn ihr den Zenkai habt, dann tut auch Vegeta Zenkai buffen. Und ganz einfach mal random hier einen rausgepickt, zum Beispiel den Boy, okay? Bei 3 von Goku ist die Sache, der gibt Vegeta auch eine Zenkai-Fähigkeit, den lila Vegeta, aber seine Sie-Fähigkeit an sich ist auch gar nicht mal so schlecht. Er gibt nämlich Basis-Schlagangriff und Fernverteidigung für Saiyajin an der Stelle einen Buff. Aber dann machen wir mal den Boy raus und holen mal einen anderen Saiyajin-Charakter rein, zum Beispiel Fidku an der Stelle, ja. Er hat auch eine sehr gute Sie-Fähigkeit für Saiyajins, nämlich Basisschlag und Schlagangriff, sorry, und Schlagverteidigung 30% ab. Also ihn könnt ihr zum Beispiel auch mitnehmen. Und
Wenn wir das Ganze jetzt noch ein bisschen umdrehen, ist es auch mehr oder weniger tatsächlich ein Saiyajin-Setup. So ist nicht, außer Gogeta fährt halt seine Z-Fähigkeit nicht. Auch der EX Broly gibt für Saiyajin einen Buff, Freunde. Der hat auch eine sehr gute Z-Fähigkeit, nämlich Basisschlag und Fernverteidigung für Kino-Version Saga oder Saiyajin. 24% ab auf 6 Channel macht er genau dasselbe wie Vegeta. Das heißt, der Boy ist gut, wenn ihr ihn gezogen habt, könnt ihr ihn mitnehmen. Aber wir werden ihn heute, wie bereits gesagt, in einem Kino-Version Saga-Team spielen, Freunde. Ich habe folgende Ausrüstung den Charakteren gegeben. Dann würde ich sagen, ich mache auch den ersten Kampf ready. Und wie bereits gesagt, Freunde, wegen euren Charaktere müsst ihr selbst gucken, welche Z-Fähigkeiten ihr habt, welche ihr verteilen könnt und so fort. Ich hoffe, die Technik tut, ganz ehrlich, tut in Legends tut das manchmal, leckt das manchmal, ist der Ton weg und so fort. Keiner weiß, aber heute haben wir wieder die Handcam am Start, Freunde. Ich hoffe, ihr könnt euch da gut was abschauen und schon ist das Ding wieder weg hier. Unglaublich, unglaublich. Warte, ich hab's gleich, ey. Ich muss nur eine kleine Bewegung machen und das Ding eskaliert wieder komplett. Wartet, ich hab's gleich. Ihr werdet es gleich jetzt sehen, hoffentlich. Ey, absolut KAS. Oh mein Gott. Ich könnte so ausrasten, ihr wisst das gar nicht. Ey. Kann mich mal gescheit konzentrieren, Mann, ohne Spaß. Aber jetzt geht alles, hoffe ich. Leute, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, oder im Endeffekt besser gesagt, gerne ein Like lassen, falls ihr neu da seid und das Ganze unterstützen möchtet, auch gerne ein Abo lassen. Und ich versuche mich jetzt mal zu konzentrieren, dass das Ding hier noch gewinnt. Let's go. Keiner weiß. Oh, Jemine, Leute. So, Deckungswechsel Gogeta. Bei Gogeta ist die Sache, Freunde. Wenn ihr ihn reinbringt, dann könnt ihr mit eigentlich eskalieren. Vor allem, wenn ihr seine grüne Karte getroffen habt. Aber ich bin ehrlich zu euch, ich bin nicht so gut darin, seine grüne Karte zu aktivieren. Und das tut er auch annullieren, ja, wenn er ihn dreimal rein switcht für eine gewisse Zeiteinheit. Also Gogeta, wie gesagt, einfach reinbringen und mehr oder weniger eskalieren. Wenn ihr die grüne Karte trifft, umso besser tatsächlich, weil nachdem ihr die grüne Karte getroffen habt, setzt ihr den Gegner fest und man könnte einfach komplett eskalieren, aber erwartet nicht viel von mir mit seiner grünen Karte. Ich kann das. Also die grüne Karte von ihm, keine Ahnung, kann ich nicht. Ich habe so Charaktere selten gespielt, um ehrlich zu sein. Okay, Leute. Freezer ist auch übertrieben ekelhaft, Freunde. Wow, okay. Freezer auch übertrieben ekelhaft, weil wegen seiner Paralyse, wegen seiner grünen Karte und. Bei Freezer wollte ihr aber auf jeden Fall seinen finalen Angriff treffen, damit er sich nochmal hochheilt. Aber ich würde sagen, ey, erster Kampf, ein bisschen tricky mit der Technik. Der zweite wird besser. Also da vorne jetzt gegen ein mächtiger Feind-Setup. Ey, for real, gar nicht mal so schlecht tatsächlich. Wir gehen jetzt mal mit Freezer, Gogeta und Goku rein. Weil ich davon ausgehe, dass er einen Broly mitnehmen wird. Den blauen. Und wenn wir doch schauen, wie das Ganze verlaufen wird. Ey, erscheint mal, es ist immer der erste Kampf, immer ist damit irgendwas. Vor allem die Technik. Aber jetzt sollte alles klappen, Leute, von euch. Und wundert euch nicht, falls zur Seite guckt, das ist wegen der Seitencam, wegen der Handcam. Und ich hoffe, ihr könnt euch da ein, zwei Sachen dann abschauen. Und wundert euch nicht, die nächsten PvP-Videos werden in den Klamotten sein, weil ich mich hier hinsetze und eine lange Session mache. Damit, weil ich muss das hier separat aufschneiden, immer mit der Seitenkamera. So. Okay. Ich wollte mich eigentlich nicht chargen, aber gut. Du bist raus! Ey, das sieht so cool aus. Okay. Lass mal hier raus. Er hat noch Broly im Hintergrund. Mächtiger Feind sieht echt geil aus, ey. So ist nicht. Da ist die blaue Karte. Ist ja grün into blau. Also er hat eine blaue Karte. Ich werde aufpassen. Sobald ich irgendwas mache, wird er seine blaue Karte aktivieren. Also so Fernangriff oder sowas. Ah, war. Okay. Da ist die blaue Karte. Oh, Brokkoli. Jade! What? Nein, okay. Den Schlagangriff könnte ich raus, aber er bleibt drinnen. Ah nein, Samus kommt rein. Deswegen war ich einfach blau. Ich hätte es auch droppen können. Ja, war klar. Also die Main Ability von dem Goku war hier nicht gut platziert. Aber gut. Ich hätte es droppen sollen. Kami no Kara no Ie. Ja, genau das. Kannst du es lassen, bitte? So nicht Samus. Guck mal, this is the place. Aber wie gesagt, seine grüne Karte. Oh. Okay, das hat mich jetzt auch rausgebracht. Seine grüne Karte ist heavy. Ich habe ja gemeint gehabt, dass. Oh, stimmt, der hat das ja auch. Oh mein Gott, ich spiele gerade zum ersten Mal gegen den Broly tatsächlich. Und jetzt hat er Card Draw Speed.
Muss aufpassen gegen den Psycho. Und wenn ich mich auswitch. Ah, vor, dann bekommt er einen Buff. Ah, ich hab zumindest mal. Ich hab zumindest mal einen Typenvorteil. Okay, deswegen habe ich den gemacht. Und jetzt kommt man den rein und. Moderne. Aber der hat noch sein Cell. Ey, dieser Cell ist so nervig. Ich habe nicht mal sein erstes Leben genommen, ey. Und die grüne Karte von Gogeta, Leute, erwartet nichts. Nein! Ich wollte erst den Freezer und dann die grüne Karte aktivieren, Mann. Ihr habt's gesehen. Videobeweis, Leute. Jetzt habe ich einen Videobeweis hier. Darauf habe ich gewartet. Er sollte auch den nächsten seinen Rising Rush haben. Na, darauf habe ich gewartet. Das bringt's mir nichts. Unser wahrscheinlich kommt jetzt ein fetter Rising Rush in mein Gesicht. Spaß. Ah, war. Dein Ernst? Ey, so Kämpfe mit Cell dauern so lange. Es ist so widerlich einfach nur. Ah, aber ich werde den grünen opfern, wenn er einen Rising Rush raushaut. Weil ich kämpfe so gesehen in 4 Charaktere, Mann. Es ist einfach widerlich. Ah, Broly! Ist nicht reingekommen, okay. Was los? Außer Puste oder was? Komm ran. So, jetzt könnte ich das aber raushauen. Ich könnte es auch droppen. Der hat halt 2 mit Deckungswechsel, ne? Ja, war klar. Egal, Hauptsache das Ding ist raus erstmal. Ich heile mich mit Freeze ein bisschen dran. Und jetzt muss ich gucken, dass ich meinen Rising Rush raushaue. Der Kampf geht echt lange, so ist nicht. Gib mal den kurz raus. Okay. Warte mal, Corono. Hallo? Ah! Asla. Komm schon, Freezer. Gib mir den Damage. Der wird jetzt Cell reinbringen. Oh Mann. Okay, nein, der opfert ihn. Okay, gut. Gut. Ich hab noch einen Rising. Ist der echt geliebt, dein Ernst? Ey, der Kampf war doch so insane, Mann. Ist doch alles offen. Er hat seinen Rising Rush, ich hab meinen Rising Rush. Wow! Ich hab's gerade gesagt. Aber ich meine, er ist raus, Leute. Ich meine, er ist raus, also. Ey, guck mal, jetzt muss ich in den Freezer rein. Guck mal, der Junge, Alter, der schmeißt mich, wohin der mich schmeißt, ey. Ja, das ist jetzt ein Bot an der Stelle. Schade, Mann. Schade, schade, wirklich. Das war eigentlich ein geiler Kampf. Ja, ich lasse den Kampf trotzdem noch laufen, Leute. Danach machen wir noch einen weiteren Kampf. 3 Kämpfe. Am Anfang habe ich ein bisschen was erzählt. Die nächsten Videos werden so verlaufen. Ich werde gucken, dass ich am Anfang was zum Team-Setup kurz erkläre. Und dann 3 Kämpfe mache. Oh, mein Gott. Und die Kamera ist jetzt auch angehalten. Leute, weil ihr müsst überlegen mit dieser Handcam. Mit dieser Handcam habe ich einfach nochmal 2 Techniken vor. Ey, oh, double the Technik. Oh mein Gott. Und das ist so ein bisschen kritisch, Mann, mit viele Kämpfe auf einmal zu machen, bin ich ehrlich zu euch. Aber lasst mich wissen, ob ihr das so gut empfindet. Mit der Kamera, mit der zweiten Kamera. Kurz am Anfang erklären und dann 3 Kämpfe, sag ich mal. Oder sagt ihr, nee, weißt du was, kannst auch aufteilen, also nur ein Video machen komplett, wie man zum Beispiel... Ich könnte auch ein Video machen, wenn ihr das sehen wollt, wie ich komplett auf das Teambuilding bei Gogeta eingehe, also im Allgemeinen. Ein Video allgemein und nicht quasi im Showcase, Fusion Showcase, sage ich was dazu, God Key und so fort. Also lasst mich das einfach wissen, aber jetzt machen wir mal den letzten Kampf, let's go. Also Leute, letzter Kampf für heute gegen God Key Setup. Ich nehme mal Bojack mit. Ich finde, also Bojack ist auch solide, so ist nicht. Also vor allem auch wegen seinem Deckwechsel, der so mehr oder weniger alles einfach ignoriert. Ja, Leute, guck mal. Ich gehe noch nicht. Ich wollte gerade sagen, ich gehe gleich in Ding rein, Gogeta, weil er das ignorieren würde von Kakarot. Und jetzt bestritt mein Freund. Wow, Gogeta, Gogeta, komm da an.
Aber ich bin kein Meister in seiner grünen Karte. Es ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt in diesem Video irgendwie treffen werde oder nicht. Aber erwartet nicht viel, Leute, von heute. Ich war so. Hey! Ja, mit den Dragon Balls. Komm mal ran hier. Und er ist einfach paralysiert von der grünen Karte. Freezer ist so eklig. For real, er ist so ekelhaft einfach nur. Er hat auf seine blauen Karte Fernangriffspanzerung, aber auf seinen Finalangriff nicht, komischerweise. Aber das wollt ihr treffen, Leute. Nicht nur wegen dem Heal. Das macht auch gut Schaden tatsächlich. So ist es nicht. Ey, hör doch auf. Der lief einfach, oder was? Nicht dein Ernst. Hallo? Einfach, ich bekomme keine Ki mehr. Wegen Whis kann das sein? Hä? Hallo? Ja, Leute, was soll ich euch sagen? Kogeta Blue ist schon anfängerfreundlich tatsächlich. Guck mal, genau wegen sowas. Klar, ich kann, also der ist jetzt rausgegangen, aber ich nehme es einfach an, Leute, ist Freunde, wirklich. Sorry, das ist mehr tatsächlich Showcase, erster Eindruck, statt dass ich irgendwas belehren will oder so oder zeigen will. Ja, keine Ahnung. Ich nehme das jetzt einfach an. Kai. Annehmen, ich muss noch weitere Sessions aufnehmen. Sorry, danke, ciao. Und Goeta Blues. Anfängerfreundlich, definitiv. Nur seine grüne Karte zu treffen ist schwierig, wirklich. Also, dagegen, das selbst anzuwenden und dagegen zu spielen. Aber wenn ihr das habt, ist halt GG. Wenn ihr das habt, ist echt GG. Ansonsten Goeta einfach rein switchen und dumm eskalieren, würde ich sagen. Definitiv. Ja, Leute. Kommt alle gegen Bot. Rising Russian. Rising Russian, sag ich. LF raushauen. Ja, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wie gesagt, Goeta Blue, erste Impression. In dem Video ging es mehr darum, zu zeigen, wie man in einem Kino bei so einem Sarah-Team spielt. Es gibt natürlich bessere Setups, auf jeden Fall. So ist es nicht, aber ich habe zum Beispiel Bro, nenne ich unseren Sport. Kinoweise und Sachen habe ich nie gespielt, tatsächlich. Ich freue mich eher auf weitere Setups mit Kogeta, vor allem Godki-Team. Auf Fuse Fighter definitiv. Und Solo als auch Saiyajin. Kann man auf jeden Fall machen. Leute von heute, lasst mich wissen, wie das Ganze empfunden habt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done. Next time